Und da geht's auch schon weiter mit der nächsten Runde. Starte den Transport. Stoppe den Transport. Auf jeden Fall eine Transportmission. Ich habe wirklich echt den übelsten Sonnenstich heute. Heute ist, wie gesagt, Vatertag gewesen. Es war mega, mega warm in Konstanz. Voll richtig Sonne und so weiter. Und ich saß da ohne Mütze. Normalerweise habe ich immer eine Schirmmütze auf. Aber heute wollte ich mal schick sein. Und jetzt habe ich echt eine voll heiße Birne. Und red wahrscheinlich auch viel, viel Mist. Aber okay. Also weiter geht's da mit meiner Snoke-Betrachtung. Also erstens, das Schwert. Nein, das hasse ich immer wie die Pest, wenn ich so scheiße spiele. Das Schwert spielt auch im Film keine besonders gute Rolle. Ja? Das Schwert steht nach wie vor für das Böse. Obwohl es das Schwert vom guten Anakin war. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass Anakin ja am Ende die Galaxis gerettet hat und gut geworden ist, dann könnte doch das Schwert immer nur für Gutes stehen, ja? Aber das Schwert steht in dem Film für das Böse. Das heißt, wir werden auf lauter Hinweise geführt, dass das Böse noch aktiv ist, ja? Die Erste Ordnung direkt aus dem Bösen und so weiter. So, und jetzt ist es ja auch so, viele Leute denken ja, Snoke wäre irgendjemand anders. Und viele Leute denken ja, Snoke wäre Darth Plagueis. Weil Darth Vader ist ja tot, also muss es ja irgendjemand anders sein. Und dann stürzen sich immer alle auf diesen komischen Darth Plagueis, auf diese Geschichte. Auf diesen Typ, den wir nie gesehen haben und der einfach nur mal so erwähnt wird am Rande von Episode 3. Und der soll jetzt plötzlich eine Riesenrolle spielen. Und Freunde, ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Denn wenn es dieser Darth Plagueis wäre, dann hätte es den ja schon jahrhundertelang gegeben. Und dann hätte der sich jahrhundertelang zurückgehalten. Und immerhin ist er auch getötet worden, angeblich. Und vermutlich ist er getötet worden vom Imperator. Das heißt, also von Palpatine. Also das heißt, wenn das Darth Plagueis ist, reden wir hier von einem, der sich echt 100 Jahre zurückgehalten hat, sich nicht an seinem Mörder gerecht hat, bloß um dann die Nachfolgeorganisation seines Mörders zu leiten. Das klingt nicht so mächtig, muss ich sagen, ja? Und auch nicht so wahnsinnig beeindruckend. Und es würde auch nicht erklären, warum der so aussieht, wie er aussieht. Denn dann könnte er ja ganz anders aussehen. So, das ist auch so. So, und nehmen wir jetzt mal an, wir akzeptieren jetzt mal, wie der Snoke aussieht, ja? Und wir sagen, es ist nicht Darth Plagueis, sondern es ist irgendjemand anders. Ich finde, der sieht dann echt aus wie Voldemort von Harry Potter. Ohne Scheiß. Also, wenn das nicht Anakin ist, wenn dieses verbrannter Mensch-Ding so gedeutet werden kann, dass es halt, ja, jemand anders ist, irgendjemand, den wir noch nicht kennen, dann würde dieser neue Charakter aussehen wie Harry Potter Voldemort. Und Freunde, wir reden hier von Star Wars, ja, wir reden hier nicht von Harry Potter. Star Wars ist eine ernsthafte Sache. Da geht es um Vatermord, direkt im ersten Film. Da haben solche Kinderfiguren keinen Platz. So, deswegen auch wieder das nächste Ding, warum dieser verbrannte Snoke für mich eindeutig Anakin ist. Er wurde nicht gerettet. Der Machtgeist entspricht nur dem guten Anteil von Anakin. Der Machtgeist entspricht nur dem guten Anteil von Anakin, aber nicht dem kompletten Anakin. Er entspricht nur dem jungen Anakin, aber nicht dem alten. Immerhin ist der junge Machtgeist neben dem alten Yoda und dem alten Obi-Wan. Das heißt, es geht ja, ja? Gibt ja gar keinen Grund. Oh, hier, Jabbas Hütte. Hallo. Es geht ja. Es gibt ja gar keinen Grund, warum die da den Jungen nehmen. Früher hat man immer gesagt, ja, wir wollen da Hayden Christensen
haben. Aus Gründen der Kontinuität. Aber dann hätte man ja auch digital den... Ah, wenigstens, ey, wenigstens. Der hätte mir ja dann auch digital dann die Birne von dem Sebastian Shaw rausretuschieren und durch einen etwas gealterten Hayden ersetzen müssen. Aber man hat ja da den alten Sebastian Shaw drin gelassen. Oh. Ah, ich liebe diese Map. Die ist einfach nur geil. Ja, versteht ihr? Also man lässt ja den alten drin in Episode 6. Aber in der einen Szene mit dem Machtgeist, da nimmt man dann den Jungen. Und das ist doch auch so, dass das eben bedeutet, dass der Junge gerettet ist. So. Und jetzt kommt für mich so im Prinzip die Auflösung von dem Ganzen. Für mich ist ganz klar, der Palpatine war der Schüler von Darth Plagueis und der Palpatine hat den Darth Plagueis gekillt. Er sagt ja, er wurde von seinem Schüler getötet. Für mich ist der Schüler Palpatine. Ja, Palpatine ist der Schüler. Und der hat seinen Meister Darth Plagueis gekillt. Und das hat ihm ermöglicht, selber Meister zu sein. Das hat ihm zu diesem Bösen verholfen. Das hat ihm ermöglicht, Imperator zu werden. Die Republik zu stürzen, das Imperium zu gründen. Dieses ganze Böse wäre ja gar nicht möglich und gar nicht erklärbar. Dieses Ausmaß an Bösem. Es gibt ja auch nichts Fieseres in Star Wars als den Imperator. Dieses ganze Böse wäre doch gar nicht möglich, wenn man jetzt sagt, ja, der Darth Plagueis lebt noch. Nein, der Imperator hat ihn gekillt und ist selber Meister geworden. So, aber er kann nicht. Und er versucht, hinter das Geheimnis der Unsterblichkeit zu kommen. Aber er kann da nicht dahinter kommen. Und dafür braucht er Anakin, um dahinter zu kommen. Und ich vermute, das werden wir in den Filmen sehen, ich vermute, dass man wirklich richtig fiesböse sein muss, um hinter das Geheimnis zu kommen, um tatsächlich wiedergeboren zu werden. Und das ist ja genau das, was mit dem Snoke passiert. Alles, was in Anakin gut war, verschwindet ja komplett, wird zum Machtgeist und das Einzige, was noch bleibt, ist wirklich das fiese Böse von Snoke. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, ja. So ein bisschen Tim Thaler-mäßig. Wenn du wiedergeboren werden willst, wenn du richtig unsterblich werden willst, dann musst du tatsächlich alles Gute hinter dir lassen, ja. Das könnte für mich so das Ding sein. Deswegen ist Anakin Snoke, ja. Der böse Teil von Anakin. Und ihr müsst euch auch mal so ein bisschen vor Augen halten. Es wird immer so, ja, der hat als Darth Vader 30 Jahre lang richtig fies Unfug getrieben. Und es wird immer so gesagt, ja, Anakin ist so der kleine Junge, da ist ja niemand. Anakin ist immer der kleine liebe Junge, der auf einen bösen Pfad kommt, sich irgendwie unglücklich oder naja, glücklich verliebt, aber der halt mehr will und der dann deswegen halt böse wird, ja. Und dann, 30 Jahre später, sagt sein Sohn zu ihm, ich hab dich lieb, Papi, und dann ist er wieder gut. Das ist alles Müll. Ihr vergesst alle, dass der Anakin selber immer stark den Bezug zur Macht hatte. Aber nicht nur zur dunklen Seite der Macht, sondern tatsächlich zur Macht. Der wollte immer der sein, der den Tarif durchgibt, der Anakin. Er redet zwar von jemandem, der Macht hat und der weise ist und der es alles anführt, aber er redet davon sich selber. Er redet nicht nur davon, dass er immer Diener sein will. Er redet nicht immer davon, dass er immer nur jemand sein will, der jemand anderem gehorcht, sondern er redet davon, dass er selber derjenige sein will. Versteht ihr das? Er wollte immer selber der Typ sein, der die Macht hat. Er wollte immer selber der Typ sein, der den Tod besiegt. Er wollte seine Mutter retten. Und mit dieser Sache hat der Palpatine ihn auch gekriegt letzten Endes. Und es heißt ja auch, is it possible to learn all these powers, also die Kräfte von Darth Plagueis. Und dann sagt ja der Palpatine, jedenfalls nicht von einem Jedi. Das heißt ja im Prinzip von jemandem, der böse ist. Und vermutlich heißt es nur von jemandem, der richtig fiesböse ist.
Versteht ihr, Freunde? Wir haben in den ganzen Filmen so viele Hinweise, aber alle sind immer so vernarrt darin, dass Darth Vader am Ende gut geworden ist. Wer will denn das haben? Ihr müsst... Und so das... Eine Sache müsst ihr euch auch mal richtig vor Augen halten. Alle 6 Filme haben immer von Darth Vader gehandelt, ja? Die haben immer von... Entweder von seinem Wirken, von seinem politischen Streben und eben davon, wie er zu Darth Vader geworden ist. Ja? Es ging immer um Darth Vader. So, jetzt kauft Disney für 4 Milliarden dieses Franchise, 4 Milliarden Dollar, ja. Das ist einiges an Kohle. Bloß um dann Darth Vader im ersten oder in den Spin-off-Filmen zu zeigen. Aber in der Originaltrilogie nicht. Hallo? Was macht denn das für einen Sinn? Darth Vader kommt in allen 6 Filmen vor, Freunde. In allen. Und wir haben ihn in Episode 7 auch schon gesehen. Und zwar als Supreme Leader Snoke. So, das war jetzt meine Erklärung. Es gibt keine Facecam, es gibt keine Google-Ergebnisse, keine Bilder. Alles gezeigt mit OBC. Es gibt auch keine Filmausschnitte, für die Disney mich fertig machen könnte. Das war jetzt einfach nur ein Let's Play. Und meine Stimme aus meiner verbrannten Birne. Aber das ist muss jetzt erstmal genug sein. Ich wollte das Thema einfach hinter mich bringen, ohne den riesen Aufwand. Aber freut euch auf alles, was kommt, liebe Freunde. Ja, ich habe hab technisch hier richtig einen Schritt nach vorne gemacht. Es wird irgendwann Let's Plays geben, vielleicht auch mit Facecam. Und es gibt bestimmt auch irgendwann so Vlogs, wo ich tatsächlich auch über so Sachen reden kann. Aber die Star Wars-Kiste, wie gesagt, die konnte ich leider nicht so machen, wie ich sie wollte. Mein einer Kollege, der hat beide Filme im Büro gesehen. Mal gucken. Vielleicht schreibt er auch noch einen netten Kommentar dazu. So, das war's jetzt erstmal für heute. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Und haut rein, ja, habt schöne Feiertage, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss! I have a really bad feeling about this.